29. April im Jahr 2017, als die 27 Jahre alte Magdalena Chuk in Ägypten tragisch ums Leben kam. Man spricht davon, dass es sich hierbei um Selbstmord gehandelt haben muss, doch sehr viele Leute sind ganz anderer Meinung. Denn die gesamten Umstände und die Situation, was mit dieser Polin in Ägypten passiert ist, ist bis heute noch unklar und extrem merkwürdig. Und in dem Sinne, was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Zudem möchte ich mich bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken, und zwar handelt es sich hierbei um NordVPN. Denn sehr oft werde ich von euch gefragt, hey Dennis, kannst du uns irgendeinen VPN-Service empfehlen? Welcher VPN ist am besten? Und wie ist man allgemein im Internet sicher? Kannst du uns da ein paar Tipps geben? Der ein oder andere wird sich jetzt bestimmt fragen, was ist ein VPN? VPN ist die Abkürzung für Virtual Private Network und sorgt dafür, dass ihr anonym mit einer virtuellen IP mit dem Internet verbunden werdet. Zudem ist es auch eine sehr gute Sache, dass man euch einfach nicht ausspäht, denn viele wissen ja, dass man hin und wieder mal von irgendwelchen Webseiten getrackt wird, dass die deine Daten lesen und schauen, wo du dich gerade befindest, und mit einem VPN kannst du eben genau das verhindern. Um es euch mal einfach zu erklären, wenn ihr jetzt ohne VPN ins Internet geht, sagen wir, ihr seid jetzt am PC, ihr öffnet euren Browser, ihr seid im Internet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber ein VPN aktiviert, bevor ihr ins Internet geht, dann verbindet sich euer PC erst mit dem VPN, welcher euch dann eben eine anonyme IP gibt, und mit dieser verbindet ihr euch dann weiterhin erst im Internet. Ein weiterer extrem nicer Punkt ist, dass ihr mit NordVPN Filme aus allen Ländern anschauen könnt. Ihr kennt das ja, ihr seid auf Netflix und ihr wollt unbedingt einen Film anschauen und ihr seht in der Suchleiste, dass es diesen Film gibt, ihr klickt ihn an, aber in Deutschland taucht er einfach nicht auf. Und genau das Problem regelt unter anderem NordVPN, denn ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte sehen, was es gerade in Netflix USA für Filme gibt. Also klickt ihr euch einfach in den USA-Server rein, verbindet euch mit Netflix und zack, ihr habt die ganze Filmbibliothek aus den USA auf Netflix. Zudem könnt ihr euch mit NordVPN bei 6 Geräten gleichzeitig anmelden und quasi auf jedem Gerät eine andere IP haben, was ich mega nice finde. Stellt euch vor, ihr könnt euch mit eurem Handy absichern, gleichzeitig mit eurem PC, mit eurem Tablet, mit eurem Fernseher, also wirklich eine extrem nice Sache. Zudem könnt ihr mit NordVPN Server auf der gesamten Welt verwenden, denn NordVPN bietet euch bis zu 59 Länder, wo ihr euch überall einloggen könnt und die ganzen IPs von verwenden könnt. Denn ich bin mir sicher, dass ihr das kennt, wenn ihr ganz runterscrollt auf Google, steht unten immer euer Standort. Und genau damit könnt ihr das einfach mit einem Klick verändern. Denn ihr könnt einfach auf die Weltkugel gehen, klickt zum Beispiel Italien an und schwuppdiwupp seid ihr in Italien und nicht mehr auf, ja, an dem aktuellen Standort, wo ihr euch befindet. Zudem bekommt ihr aktuell 70% Rabatt, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung benutzt und den Code Dennis König einlöst, bekommt ihr 70% Rabatt bei einem 2-Jahres-Vertrag und einen Gratis-Monat obendrauf. Wichtig ist noch zu sagen, dass dieses Angebot nur noch bis Ende April gilt. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, holt euch NordVPN, damit seid ihr einfach sicher und könnt mit gutem Gewissen im Internet surfen, ohne Angst zu haben, dass man irgendwie eure Daten rausbekommt oder euren Standort. Wie gesagt, Link und Code unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken und auschecken. Danke NordVPN, dass ihr dieses Video hier gesponsert habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir werden jetzt über den mysteriösen Fall von Magdalena Chuk sprechen. Für diesen Fall reisen wir nach Polen, um genauer zu sein in eine Stadt namens Skoczelek oder Skoczelek. Ihr habt es hier oben stehen, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Dort lebte Magdalena und Magdalena schenkte ihrem Freund einen Trip nach Ägypten. Doch das Problem war nur, ihr damaliger Freund Markus konnte diesen Urlaub nach Ägypten nicht annehmen, da sein Reisepass nicht mehr gültig war. Sie versuchten natürlich, die Tickets irgendwie auf Facebook zu verkaufen und im Internet, doch niemand kaufte diese Tickets. Und schlussendlich kamen sie dazu und nach langem Besprechen sagten sie, weißt du was, Magdalena, mach du doch einfach den Urlaub. Also beschlossen sie, dass Magdalena den Urlaub antritt, welchen Markus, ihr Freund, eigentlich geschenkt bekommen hatte. Es war der 26. April gegen Mitternacht, als Magda in Ägypten ankam. Und ab jetzt finde ich die ganze Situation schon komisch, denn überlegt euch mal, ihr schenkt eurem Freund einen Urlaub nach Ägypten und informiert euch nicht mal, ob der Reisepass des Freundes noch gültig ist. Bisschen komisch, wie auch immer, sie hat halt den Urlaub angenommen und sie kam schlussendlich in Ägypten an, wie gerade schon gesagt. Und ab dem Punkt, wo sie in das Hotelzimmer kam, wurde die Situation und alles extrem merkwürdig. Denn sie fing an, ihren Freunden aus Polen zu schreiben und
Sie schrieb mit ihnen, als wären sie gerade mit ihr in Ägypten, aber das war ja gar nicht der Fall. Zudem sagte sie, dass sie Stimmen in ihrem Hotelzimmer hören würde. Zudem soll sie lautstark in der Nähe der Hotelrezeption telefoniert haben. Und es gibt sogar ein Video, welches die Mitarbeiter des Hotels mit dem Handy aufgenommen haben. Und in diesem Video sieht man Magdalena regungslos zusammengekauert zwischen Hotelzimmer und Gang liegen. Und sie ist in einem Bademantel gekleidet. Warum auch immer. Man merkt also, dass sie mit irgendwelchen mentalen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Man weiß nicht genau, was der Auslöser war. Natürlich, es könnte sehr gut sein, weil sie da alleine war, in einem fremden Land, in einem fremden Hotelzimmer. Was auch immer, doch ab dem Punkt wurde alles nur noch schlimmer. Denn ihre Familie bekam auf einmal Nachrichten auf ihr Handy geschickt und sowas wie, wo seid ihr, kommt zu mir. Doch das Ganze bekamen sie nicht von Magdalena geschickt, sondern von einem Hotelmitarbeiter namens Mahmoud Khairi. Und das Ganze ist extrem merkwürdig, denn sie lag ja zusammengekauert und bewusstlos vor ihrem Hotelzimmer, also quasi da zwischen der Tür. Und in dem Moment, habe ich ja gerade schon gesagt, haben die Hotelmitarbeiter angefangen, ein Video davon zu machen. Und dieses Video schickten sie der Familie. Und Markus, der Freund von Magdalena, welcher zu diesem Zeitpunkt natürlich in Polen war, bekam davon auch mit und drehte in Polen komplett durch. Und er sorgte dafür, dass einer seiner Kumpels nach Ägypten fliegt. Er buchte also einen Flug. Doch das Ding ist, dass dieser Flug erst am Samstag war. Das heißt, er ist dann quasi erst am Samstag angekommen. Doch die ganzen Geschehnisse waren zwischen Mittwoch und Donnerstag. Was heißt, dass es eigentlich viel zu spät war. Das Ganze hörte nicht auf und man sorgte dafür, dass man sie in ein Krankenhaus bringt. Sie wurde also in ein Krankenhaus gebracht und dort hat man sie aber nicht behandelt. Manche sagten, dass das Krankenhaus psychische Probleme nicht behandeln würde, was meiner Meinung nach irgendwie Quatsch ist. Und die zweite Option war, dass sie sich hat nicht behandeln lassen wollen, was meiner Meinung nach realistischer klingt. Ein Arzt sagte, sie wollte gar nicht erst aus dem Auto aussteigen. Sie war also auf Krampf in diesem Auto drin und wollte nicht raus. Und es gibt zudem auch Überwachungskameraaufnahmen des Krankenhauses, in dem man sie sehr gut sehen kann, wie sie durch den Gang läuft mit irgendwelchen Männern und sehr desorientiert wirkt. Nach diesem Krankenhausbesuch kam Magda zurück ins Hotel und am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg zum Flughafen, da sie abreisen wollte. Doch es gab irgendwelche Komplikationen beim Check-in, weswegen sie nicht ausreisen konnte. Sie machte sich also wieder auf den Weg zurück, wollte in das alte Hotel einchecken, doch da gab es auch Komplikationen und sie kam auch nicht mehr in dieses Hotel rein. Also machte sie sich auf den Weg zu einem anderen Hotel. Und dann kam etwas extrem Merkwürdiges. Denn von diesem Parkplatz aus rief Mahmoud, also der Hotelangestellte von dem ganz anderen Hotel, den Freund von Magdalena, also Markus, per Videocall mit seinem Handy an. Man weiß nicht genau, warum sie nicht mit ihrem eigenen Handy ihn angerufen hat, warum er ihn anrufen musste von seinem Handy, was es damit auf sich hatte. Wollte er wirklich nur nett sein oder gab es da irgendeinen Hintergrund? Das weiß man nicht. Aber hier ist der Anruf. Schaut ihn euch an. Ale co robią? Co robią? Powiedz mi. Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Cię chronić. Powiedz mi, proszę cię, tylko musisz mi to powiedzieć szybko, teraz. Co się stało? Mów. Powiedz śmiało, szybko, będziemy mieli to z głowy. M. Co M? Popatrz się na mnie i mi powiedz. Myszko. Markus. Cześć. Markus. Halo. No, słucham. Witam. Halo. Wydaj mi tu strata czasu. Ja będę dzwonił teraz znowu do ambasady tutaj w Egipcji, dobrze? No dobrze, a możesz poprosić Magdę, żeby włączyła telefon? Wenn man sich das Video anschaut, sieht man, dass Magda extreme Panik und Angst hat zu reden. Und als Markus sie auch fragt, dass sie ihm doch erzählen soll, was hier abgeht, was los ist, sagt sie, sie kann es ihm nicht sagen. Als Markus dann anfängt, Druck aufzubauen und sie dazu zu bringen, dass sie ihm doch sagen soll, was los ist, sagt sie nur den Buchstaben M. Als Markus dann fragt und sagt, ist mit diesem M der eine Mitarbeiter Mahmoud gemeint, nimmt Mahmoud, welcher neben Magda ja in diesem Moment steht, ihr das Handy weg
und sie sagt noch, sie ruft ihn von ihrem Handy an. Und Mahmoud redet dann noch kurz mit Markus und dann legen die beiden auf. Magda wurde dann zurück in ein anderes Krankenhaus gebracht und ab diesem Punkt wurde es wirklich verstörend. Aber ich würde sagen, schaut euch selbst die Live-Überwachungskameraaufnahmen des Krankenhauses an und dann reden wir weiter drüber. Film ab. Magda wurde daraufhin zurück in ihr Zimmer gebracht und mit Handtüchern an ihr Bett gefesselt. Eine der Krankenschwestern half ihr dann und entfesselte sie, damit Magda ins Bad gehen kann und eben das Klo benutzen kann. Doch Magda attackierte in dem Moment, wo sie frei war, die Krankenschwester und sprang aus dem Fenster. Sie sprang also aus dem zweiten Stock auf den harten Beton. Daraufhin wurde sie natürlich direkt in ein anderes Krankenhaus gebracht, doch sie starb am nächsten Morgen. Und ich denke, ihr könnt euch sehr gut vorstellen, dass es hinter diesem Fall extrem, extrem viele Theorien gibt. Wurde sie gekidnappt? Wollte man sie als Sklavin verkaufen? Hatte ihr Freund etwas damit zu tun? Oder hatte sie wirklich einfach nur psychische Probleme? So viele Fragen, die sich die Welt bis heute noch stellt. Laut Autopsieberichten soll man an ihrem Körper nicht wirklich viel mehr gefunden haben, außer die Verletzungen, welche sie halt durch den Sturz erlitt. Dennoch keine Anzeichen für irgendeinen Missbrauch oder irgendwie sowas. Aber man fand eine Menge Medikamente in ihrem Blut und das waren höchstwahrscheinlich die Medikamente, welche sie im Krankenhaus bekommen hatte. Es gab auch Gerüchte, dass Magdalenas Freund ein Drogendealer sei, welcher Magda dazu gebracht hat, Drogen von Polen nach Ägypten zu schmuggeln. Was aber auch unwahrscheinlich ist, da er diesen Trip 7 Stunden, bevor es überhaupt losging, geschenkt bekommen hat. Was ich auch komisch finde, weil warum schenkst du jemandem einen Urlaub 7 Stunden, bevor es losgeht? Das ist viel zu spontan. Oder nicht? Auch eine Sache, die ich extrem merkwürdig finde. Warum war denn dieser Mann vom Hotelpersonal die ganze Zeit bei ihr? Warum haben die zusammen ihren Freund angerufen? Zudem, was ich auch sehr merkwürdig finde, ist, dass sie ja in diesem Videocall extreme Angst hat und man hat das Gefühl, als würde sie nicht wirklich viel reden wollen, solange diese ganzen Leute um sie herum sind. Man hat auch mitbekommen, dass Mahmoud kurz nachdem das Ganze in den Medien rauskam, seinen Facebook-Account gelöscht hatte und komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Doch irgendwann wurde er dann von der Polizei geschnappt und, geschnappt ist relativ, er wurde halt eben, zu einem Gespräch gebeten. Und relativ schnell auch wieder rausgelassen, da man ihn für unschuldig hielt. Andere sagten auch, man hätte sie unter Drogen gestellt, aber selbst das hätte man ja dann bei den Autopsieberichten rausfinden können. Und außer den Medikamenten vom Krankenhaus gab es nichts in ihrem Blut. Und ja, sie wirkte extrem merkwürdig auf diesen ganzen Kameraaufnahmen. Doch was ist, wenn sie einfach nur einen Zusammenbruch hatte? Ich meine, sie war in einem fremden Land, kannte nichts und vielleicht war ihr das Ganze einfach zu viel. Zudem, psychisch vorbelastet war sie nie. Aber sowas kann auch von heute auf morgen einfach passieren. So ein Breakdown kann natürlich auch sein. Es gab dennoch mehrere Arten, verschiedene Arten, wie dieser Fall in den Medien dargestellt wurde. Zum Beispiel in Ägypten hat man natürlich versucht, das Ganze nicht so dramatisch und schlimm darzustellen, da es ein Urlaubsort ist. Und sie wollten natürlich nicht gleich sagen, jo, da ist ein Mädchen aus Polen gekommen und die hat sich das Leben genommen.
Das Ganze wurde da ein bisschen verharmlost im Vergleich zu Polen. Denn in Polen hat man das in den Medien anders gezeigt. Denn dort stand, junges Mädchen in Ägypten ermordet. Ja, und die meisten Leute gehen einfach davon aus, dass Magdalena tatsächlich in Ägypten ermordet wurde und dass hinter diesem ganzen Fall viel, viel mehr steckt, was wir eigentlich gar nicht wissen. Denn es gibt so viele Sachen, die man hinterfragen könnte. Warum war der Mann vom Hotelpersonal die ganze Zeit bei ihr? Wer waren allgemein diese ganzen Männer um sie herum? Man kann sich natürlich viel darunter vorstellen und sehr viel einbilden. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ist bis heute ungeklärt, was wirklich passiert ist. Manche Leute sagen auch, dass man von dieser Höhe gar nicht sterben kann. Zudem soll sie anscheinend sehr athletisch gewesen sein, was irgendwie ein Grund wäre, dass sie von dieser Höhe nicht hätte sterben können. Ich weiß nicht, ich mache ja auch viel Sport, aber wenn ich irgendwie von einem Dach springe, habe ich auch nicht die höchste Chance zu überleben. Wie auch immer, es gibt sehr viele Theorien. Ich glaube selber auch, dass viel, viel mehr dahinter steckt, als uns die Medien sagen, als wir wissen. Ihr könnt aber sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Was glaubt ihr, ist passiert? Was ist in Ägypten passiert? Haben sie ihr irgendwas angetan? War sie vielleicht einfach nur psychisch vorbelastet? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns drüber reden. Ich hoffe, dieser Fall hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder am Start wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Friends. Danke für den ganzen Support. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.